Schlanker Bauch trotz Naschen. Wie geht das? Das zeigt ja heute Maria, Mutter von zwei Kindern und sie hat einen ziemlich stressigen Alltag. Ich denke, wie jede Frau, die Kinder hat. Sie zeigt dir, wie sie mit 41 Jahren, trotz dass sie wirklich lecker nascht, es schafft, einen flachen Bauch zu haben. Viel Spaß beim Video. Früher habe ich ja echt eine Diät nach der anderen gemacht. Ich hatte mit Binge-Eating zu tun, ich hatte sogar auch eine Essstörung. Und heute kann ich essen, was ich will. Ich fühle mich richtig schön satt. Ich habe einen hohen Proteinanteil und habe endlich die Energie, das zu machen, was mir Spaß macht. Und ich habe über die Jahre gelernt, dass Kalorienzählen nicht wirklich was bringt. Im Gegenteil. Meine Erfahrungen sind, dass der Körper nicht Kalorien zählt, sondern Nährstoffe. Bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich dorthin gekommen bin. Und es hat sehr lange gedauert, auch meine Nährstoffspeicher wieder aufzufüllen. Eine Sache, die mir da geholfen hat, waren hochwertige Superfoods, die ich auch heute noch in mein Essen integriere. Denn ganz ehrlich, mein Körper kann mir ja auch nur das wiedergeben, was ich in ihn reinstecke. Mein Tag heute beginnt mit einem leckeren Schokoeis. Das mache ich mir aus gefrorenen Bananen, meinem Lieblings-Superfood-Mix Show Your Beauty, weil das ist voller gekeimter Saaten, Antioxidantien und es schmeckt einfach richtig gut. Dann gebe ich noch ein bisschen Zimt und Kakao mit rein, weil Kakao macht mich glücklich und ich liebe so ziemlich alles, was nach Kakao schmeckt momentan. Und dann mixe ich mir das Ganze cremig. Manchmal gebe ich noch ein bisschen Wasser oder Kokoswasser hinzu, falls der Mixer nicht so richtig greift. Dann gebe ich mir das in eine schöne Schale und dekoriere das noch mit lecker Datteln. Und vielleicht ein bisschen Zimt, wenn mir danach ist. Zimt ist eines der Antioxidantien, die ich fast täglich in meine Smoothies, Eissorten, Sachen mit reingebe, weil das dem Körper wichtige Nährstoffe und Antioxidantien gibt, was mein Körper von innen heraus stärkt. Momentan liebe ich irgendwie alles, wo Kakao drin ist. Und das Tolle ist, dass es auch noch viel Kupfer enthält, was wichtig ist für schöne Haare. Als Snack zwischendurch liebe ich diese Kakaoriegel, die ich mir immer mit den Kindern teilen muss, weil die auch extremst mögen. Und ich gebe sie ihnen auch ab und zu in die Snackbox mit rein. Oder aber so eine kleine Kügelchen, die ich aus den Resten von unseren Plätzchen gemacht habe. Und das Rezept dazu kann ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Nach so einem gesünderen, leckeren Snack bin ich dann rundum gesättigt. Und zum Abendbrot mache ich mir heute ein ganz, ganz tolles Curry. Früher wusste ich nie, wie ich Wurzelgemüse essen sollte oder was ich damit anfangen sollte, bis ich dieses Rezept entdeckt habe. Und zwar nehme ich dazu einfach unterschiedliche Wurzelgemüse, getrocknete Tomaten, frische Kräuter wie zum Beispiel Petersilie passt ganz, ganz toll dazu. Ein paar Kräuter hinzu wie Curry, Kreuzkümmel, Ingwer, was ich gerade so zu Hause habe oder auch Cayennepfeffer. Das gibt dann noch so das Feuer von innen und dann hacke ich das einfach grob durch. Das Geheimnis dahinter, also das an sich schmeckt schon mega lecker, aber das Geheimnis dahinter ist ein leckeres Dressing und das peppe ich mir dann auch noch mit richtig viel Protein auf. Ich weiß, wir brauchen nicht wirklich Proteinpulver, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich dadurch länger satt fühle und dass es einfach noch mal einen richtig tollen Geschmack gibt und die Dressings auch so richtig schön cremig macht. Das Dressing mache ich auf der Basis von Erdnussmus und Zucchini und dann mit so Gewürzen gesüßt und gesalzen und noch so ein bisschen sauer dazu. Das ist so ein richtig tolles Geschmackserlebnis. Dann gebe ich mir das Curry zusammen mit frischem Salat und reichlich Dressing oben drüber und wenn ich damit fertig bin, dann bin ich wirklich richtig gut gesättigt und brauche nichts weiter und habe keinerlei Appetit mehr. Früher fand ich Wurzelgemüse total langweilig und wusste auch nicht, was ich damit machen sollte, bis ich das Rezept gefunden habe und so lecker. Die Kombination mit dem Dressing, zu gut.
das war nur ein Tag, wie ich esse. Es gibt natürlich noch viel mehr Tipps und Tricks und auch Food Diaries und diese findest du auf meinem Kanal. Essen soll Spaß machen und Kalorien zählen war wirklich gestern. Heute wird geschlemmt, denn wenn du dich nährstoffreich ernährst und da so richtig tolle Rezepte hast, mehr von dem Guten isst, dann wirst du automatisch weniger von dem Rest essen.